Vor vielen Jahren habe ich mir das Spiel SpongeBob SquamPop und seine Freunde die Macht des Schleims gekauft. Und Ende 2020 habe ich Nickelodeon Kart Racers 2 gekauft. Aber ich habe nicht zwei Nickelodeon Crossover Spiele, nein, nein, nein. Ich habe jetzt drei. Das habe ich mir Samstag geholt. Nickelodeon All-Star Brawl. Und da ich früher schon die Nickelodeon Super Brawl gespielt habe, als einziger deutscher YouTuber, habe ich eine besondere Verbindung mit diesem Spiel. Also, jetzt werde ich Nickelodeon All-Star Brawl spielen. Das erste Nickelodeon Brawl, was lizenziert ist und für was man Geld bezahlen muss. Da wären wir nun. Und für die erste Partie nehme ich natürlich meinen Lieblingshelden, SpongeBob. Und als Gegner nehme ich eine andere Nickelodeon-Legende. Avatar Aang. Na dann, auf die Plätze, fertig, los geht's. Select your stage. Und ich nehme den westlichen Lufttempel. SpongeBob versus Aang. Mir gefällt besonders die Musik, hat ein 80er Jahre Arcade-Flate. Die Musik ist zwar schön, aber ich will irgendwann auch spielen. So, und jetzt hauen wir uns eins aufs Maul. 3 Minuten dauert das Spiel. Aang, du bist zwar der Avatar, aber SpongeBob ist SpongeBob. Und bis jetzt liege ich in Führung, also habe ich gute Chancen hier zu gewinnen. Aber ich muss zur Verteidigung sagen, ich habe schon einmal gespielt. Es ist selten, dass ich ein Spiel spontan spiele, dass ich zum allerersten Mal spiele, weil ich bin begriffsstutzig. Und der Avatar hat zum ersten Mal ins Gras gebissen. Wie oft wird er noch ins Gras beißen? Finden wir es heraus. Eine Minute ist vorbei und SpongeBob führt mit weitem Abstand. Ja, wer wohnt in der Ananas, ganz tief im Meer? SpongeBob, Motherfucking Schwammkopf! Mir gefallen auch die Insider, die sie hier eingebaut haben, wirklich. Die haben die kleinsten Kleinigkeiten aus den beliebtesten Nickelodeon-Serien hier eingebaut. Also, ich weiß nicht, wie andere YouTuber über dieses Spiel denken, aber mir gefällt es einfach nur. Ich finde es geil. Und Aang wehrt sich, aber es wird nichts bringen. SpongeBob ist der gelbe Boss von Nickelodeon. Da kann sonst niemand kommen, niemand kann ihn besiegen. Mr. Unstoppable. So, jetzt sind 2 Minuten vorbei. Aang, das aufzuholen ist fast unmöglich. Nicht unmöglich, aber fast unmöglich. Und das dritte Mal hat Avatar Aang ins Gras gebissen. Und für die 15 Sekunden, das reicht nicht mehr. Avatar Aang hat definitiv verloren. SpongeBob hat gewonnen. Match ist vorbei. Und jetzt kommt die Siegerehrung. Yeah! Das lief doch gut für Folge 1.
Und ja, das ist das neue Spiel, was ich besitze. Was sagt ihr dazu? Wenn ihr mehr wollt, dann müsst ihr es einfach in die Kommentare schreiben. Und dann mache ich noch ein paar Videos darüber. Alles klar? Okay. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Ciao!